Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Wir sind Rathaus 7, das ist immer noch so richtig ungewohnt, das auszusprechen, Rathaus 7. Es ist schon relativ schnell gegangen hier. Wir haben natürlich noch einige Rathausstufen vor uns und ich habe mir überlegt, was wollen wir jetzt machen? Ich habe gesehen, dass wir mit den Belohnungen 5000 Dunkles schon relativ nah rankommen an den Barbarenkönig, aber gut, die Hälfte. Da kriegen wir die Hälfte, was wir brauchen für den Barbarenkönig. Was ich auf jeden Fall kaufen möchte, ist die dritte Bauhütte. Ich glaube, die können wir ganz gut gebrauchen und das machen wir jetzt erstmal. Moment. Das Paket, das Bauarbeiterpaket. 549, oh, kriegen wir sogar noch 500. Ich kaufe natürlich das Paket und jetzt nicht die Bauhütte, denn sonst, das wäre ja blöd, ne? Also, wir kaufen jetzt das Paket. Das ist ja kein, dieser Account ist ja nicht free to play, deswegen geht das ja ganz gut. Das können wir auf jeden Fall mal eben machen und das müsste auf jeden Fall auch funktionieren. So, das ist die dritte Bauhütte, die kommt dahin. Perfekt. Und jetzt können wir schon mal ein paar Sachen bauen, nämlich Ressourcen, Verteidigung. Ja, Verteidigung können wir auf jeden Fall schon mal die Kanone bauen. Was haben wir sonst noch? Die ist ja gleich schon fertig. Wenn ich jetzt gleich hier weiter geklickt habe, ist die schon fertig. Noch eine Kanone. Die kommt nach da. Das Dörfchen wird so langsam aber sicher etwas größer werden. Verteidigung. Ein Bogenturm. Der kommt noch nach dort. Ich muss echt mal gucken, dass wir vielleicht mal zumindest von der Grundordnung her ein Dorf bauen. Weiß ich nicht. Das, wo dann die Mauern zumindest mal ein bisschen außen rum stehen. Weil ich so ziemlich viele Ressourcen verliere immer. Und naja, wir werden mal sehen. Luftabwehr so für... Oh, 3 Stunden. 3 Stunden, das bedeutet, wir haben jetzt gleich keinen Arbeiter frei, wenn ich jetzt noch was baue, aber das ist eigentlich auch egal, oder? Tesla, 3 Stunden. Verborgener Tesla. Das müsste passen, ne? 3 Stunden. Warte mal, jetzt haben wir, warte mal, 3 Stunden, 30 Sekunden. Das müssen wir jetzt mal eben warten. Wir warten jetzt mal eben, ich baue das mal eben, wir machen noch einen Cut, greifen an, gucken, dass wir noch ein bisschen was gefarmt bekommen. Wir brauchen natürlich in erster Linie, klar, Gold und Elixier. Die dunkle Kaserne muss ich auch noch bauen. Ich hatte das... Was hatte ich abgegradet? Was hatte ich denn abgegradet? Ach so, das Labor. Das Labor hatte ich abgegradet. Da müssen wir mal gucken. Kurzer Cut. Bis gleich. So, das ist der erste Gegner, den ich gefunden habe. Und er hat aber 609 Dunkles. Er hat auch noch ein bisschen Elixier, ein bisschen Gold. Und er hat beides mal die Luftabwehr nebeneinander und ist auf Level 1. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. Ich habe nämlich noch einen Drachen dabei. Oh, der hat ja kaum was an Schaden gemacht. Alter. Okay, da habe ich mich ordentlich verschätzt gerade. Da habe ich mich echt, da habe ich mich gerade wirklich richtig verschätzt. Also wie wir jetzt aus der Nummer wieder rauskommen, das wird noch lustig. Ich glaube, das wird noch lustig. So, die sollen sich natürlich erstmal darum kümmern. Ah, da ist auch noch eine Luftabwehr. Perfekt. So, jetzt müssen wir da noch was kaputt machen. Hoffen wir mal, dass das klappt. Also da muss ich jetzt, den Drachen setze ich jetzt mal auf die Seite, in der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert. Oh, 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 oh. Da habe ich einiges gerade, da habe ich gerade was verbockt, aber wirklich, da habe ich wirklich was verbockt. Jetzt helft doch mal bitte, oh, Bogis, helft doch mal bitte mit den König zu zerstören. Ist das so schwierig? Jetzt haben wir echt noch, verdammt, oh Gott, da sind noch zwei Tesla noch. Kommt. Wobei, wir schaffen es, oh, okay, wir schaffen es trotzdem. Oh Gott, dadurch, dass ich die ganzen Bogis jetzt noch gesetzt habe, die holen sich jetzt erstmal noch das Dunkle. Ich will den Barbarenkönig haben. 10.000, normalerweise, früher war das immer noch so richtig herausfordernd. Da musstest du echt noch gucken, dass du diese 10.000 noch zusammenbekommst. Mittlerweile, es ist so einfach. Also mittlerweile ist es so einfach, den Barbarenkönig dann zu bekommen durch den Silberpass. Ich weiß nicht, ob das Spiel nicht vielleicht doch etwas zu leicht geworden ist mit der Zeit. Ich sage ja. Ich sage, das Spiel ist zu einfach geworden. Ich sage, man kommt viel zu leicht hoch. Früher... Du hast dich noch gefreut, wenn du diese 10.000 zusammengekriegt hast für den Barbarenkönig. Wir werden es ja gleich sehen. Wir holen uns gleich mal eben die 5.000. Aber beziehungsweise ja noch nicht. Sonst sind sie im Lager drin. Dann können sie mir geklaut werden. Das wäre ja blöd. Aber wir gucken mal. Da haben wir nämlich schon wieder was abgeschlossen. Jetzt sind wir bei 200 Punkten. Und kriegen bei wie vielen? Oh ja, gut, ein bisschen sind es schon noch. Bei 580 Punkten kriegen wir schon wieder 7.500 dabei. Und das ist einfach... Zu einfach. Das ist einfach zu einfach, finde ich jetzt persönlich. Also irgendwie fehlt mir da so ein bisschen, ja, mir fehlt da so ein bisschen die Herausforderung. Ich finde, das ist zu leicht. Ich finde, das ist zu leicht. Und könnt ihr mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das auch so seht. Aber ich sage, das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Man kommt viel zu leicht hoch, man kriegt viel zu viele Belohnungen. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach nicht Sinn des Spiels, dass das so einfach ist. Aber diskutiert da gerne mit. Wir können ja nochmal reingucken in den Kommentaren.
Euch bin ich drin. Ja, dann, na, Leute, ey. Stellt euch doch, ich nehme die Leute rein, die auf grün sind. Also jetzt sind 9, ja, jetzt sind 39 drin. Jetzt hat sich der eine noch auf grün gestellt. Jetzt nehme ich halt noch irgendwen rein. Aber wenn ihr im Clankrieg mitmachen wollt, dann stellt euch halt auf grün. Und wir machen jetzt noch einen Angriff. Gucken wir noch. Wir brauchen ja noch ein bisschen Gold, ein bisschen Elixier, ein bisschen Dunkles. Wir sind ja schon bei 795 Dunkles. Und mal gucken, ich glaube, die zweite Folge heute wird auch auf jeden Fall aus diesem Account kommen. Weil hier einfach so extrem viel passiert aktuell. Das ist halt das Geile. Hier passiert so viel und man kann so viel entdecken, man kann so viel bauen. Und wir fordern jetzt erst einmal an. Ist egal. Ja, nehmen wir mal Luft. Irgendwas. Irgendwas Luft. Irgendwas Luftiges. Und bauen. Ne, nachgebaut. Haben wir schon die Truppen? Das ist gut. Sie sind ja eh schon fertig. Oh, viele Barbaren. Das ist eigentlich nicht gut. So viele Barbaren sind eigentlich nicht gut. Allerdings, wir warten mal eben, bis wir was bekommen haben. Und dann gehen wir gleich noch angreifen. Bis gleich. Okay, relativ viel außen. 281.000 Gold, 226.000 Elixier und eine Luftabwehr, die außen steht. Das ist schon mal ganz gut. Kriegen wir die kaputt, ohne dass da irgendwie der... Ja. Ohne dass der Bogenturm da wach wird. Mal gucken, da vorne ist auch noch eine Luftabwehr. Allerdings, oh, da ist der Feger auch noch. Den müsste ich mir eigentlich auch mal eben schnappen. Das werden wir dann eben tun. Wir haben ja sehr, sehr viele Barbaren dabei. Auf jeden Fall. So, 1, 2, 3. Ja, schon mal drauf. 1, 2. Mal helfen, dass wir mal eben den Luftfeger kaputt machen. Da vorne ist die Luftabwehr. Ansonsten... Ja, komm. Was blitze ich denn jetzt mal? Das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was wir blitzen sollen. Das geht. Es geht, 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 es geht. So. 2, 3, 4, 5. Drache nach da. Ihr bitte nach da hinterher. Jetzt gucken wir mal, dass wir da schon mal ein bisschen was holen. In erster Linie geht es ja jetzt erstmal um das... Oh, geht ja erstmal um die Ressourcen, ne? Wir wollen die Ressourcen haben. Vielleicht noch den Stern, wenn das irgendwie geht. Das wäre natürlich auch noch ganz gut, denn vergesst es nicht. Es geht auf jeden Fall darum, 1250 Pokale zu kriegen. Aber es sieht gut aus. Den ersten Stern haben wir jetzt schon. So, jetzt macht der Drache noch schön den Minenwerfer kaputt. Wahrscheinlich, ja, wird vielleicht noch überleben. Komm, überlebt noch bitte. Ja, hat er noch? Oh, der Drache ist echt Gold wert. Der Drache ist wirklich Gold wert. Vielleicht schnappt er sich das Rad auch sogar noch. Wer weiß? Wer weiß? Wer weiß? Wer weiß? Komm, 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 bitte, Drache. Hilf noch mit. Ja, schafft er aber, das schafft er. So, jetzt schafft er sich vielleicht noch den Minenwerfer. Hat er auch. Alter, der Drache holt einfach mal alles. Der Drache holt die halbe... Komm, komm. Okay, den Turm hat er auch noch geholt. Und jetzt habe ich sogar noch die Möglichkeit... Nee, haben wir die Möglichkeit noch, alles zu holen? Ich glaube nicht. 84%. Ja, es war aber knapp. Und wir haben fast alles bekommen an Ressourcen. Das ist auch auf jeden Fall gut. Der Turm macht jetzt noch den Rest. Allerdings kann ich jetzt gleich nicht anfordern. Dadurch, dass der Clan noch so low ist, dauert das halt immer ewig, bis man wieder neu anfordern kann. Ihr seht das, 11 Minuten und 31. Aber das läuft. Das läuft doch schon mal so. Zauber ausgebildet. Tripskis, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, wir machen ruhig mal eine etwas teurere Armee. Wir machen ruhig mal eine etwas teurere Armee. Auf jeden Fall diesmal einige Bogies hinterher. Sind wir bei 99 Bogies und liegen bei 1,1 Millionen Gold. 3,6 Millionen, das wäre schön. 3,6 Millionen Elixier. 943 Pokale, das ist gar nicht mehr so weit. Ich verliere natürlich bei den Verteidigungen auch immer ordentlich. Klar. Kann man sich irgendwo rächen? Bei den oberen habe ich es eben schon probiert. Super, das lohnt sich natürlich gar nicht. Für Pokale vielleicht. Das ist blöd. Wenn man sich mal rächen könnte, das wäre geiler. Wenn man sich wirklich mal rächen könnte, vor allem, warum kann man sich denn nicht rächen? Hat denn immer jeder ein Schild? Dieses Rachesystem ist einfach so überholt. Oder beziehungsweise so schlecht eigentlich. Da muss ich weiß nicht, ob sie da irgendwann mal eine Lösung für haben werden, dass man sich mal richtig nach Herzenslust rächen kann. Das wäre mal was Geiles. Das wäre mal was Geiles. Na, komm, hatte ich den schon? Oh. 842 Dunkel ist aber zu weit in der Mitte. Alles zu weit in der Mitte. Da müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze angehen. Aber guck mal, wir haben hier unten ja auch noch ein paar. Oh, der auch noch? Ja, aber sowas? Nee. Es lohnt sich halt alles nicht, ne? Es lohnt sich jetzt halt alles nicht, den anzugreifen. Wir gucken mal noch in den Chat rein. Möchte ich die Jolene grüßen? Wer sonst noch? Live. Er greift gerade an. So, mal gucken. Haben wir schon einen Gegner? Nein, wir haben noch keinen Gegner im Clankrieg. Haben wir hier schon was fertig? Riesen. 10 Riesen. Ach du Heiland. Elixier rauben. Haha, Mauern verbessern. Geht ja nicht. Ansonsten, 16 Mehrspielerkämpfen zaubern. Okay, oh, das wird auf jeden Fall noch schwierig hier. Aber das ist ja auch gut.
Ich beschwere mich nicht, wenn es schwer wird. Hier, was haben wir hier noch? Zerstöre 50 meine Kanonen. Ich muss hier gar nicht so viele Punkte sammeln. Also, wie gesagt, wenn wir jetzt ja hier schon bald weiter sind, ich kann mir den Trainingstrank schon mal abholen. Den Rest mache ich irgendwann später. Wir haben ja noch 10 Tage, 22 Stunden Zeit. Und wenn ich irgendwann diese 7500 Dunkles habe, dann kann ich auf jeden Fall schon mal den König machen. Mehr will ich ja gar nicht. Ansonsten, die Verbesserungen laufen alle noch. Wir haben jetzt noch unsere Truppen fertig. Wir greifen nochmal an. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay, den kriegen wir, glaube ich. Ich glaube schon, oder? Zumindest kriegen wir ja einiges. Ich muss nur gucken, dass ich die Mauern irgendwie kaputt kriege. Das ist ein kleines Problem. Und dann ist die Frage, von wo werden wir reingehen? Ich werde auf jeden Fall... Was blitzen wir? Wir blitzen den Minenwerfer, ne? Minenwerfer und Kanone blitzen wir. Gucken mal, dass wir das kaputt kriegen. Ja. Okay, der ist kaputt. Perfekt. Jetzt müssen wir nur die Riesen da reinschicken. Komm. Ja, perfekt. Perfekt. So, da schon mal einen drauf. Und das schon mal kaputt gemacht. Dann sind die Kanonen gleich schon mal kaputt. Und dann können wir schon mal weitermachen. So. Ihr macht jetzt schon mal den Turm kaputt auf der Seite. Und ihr macht bitte den Turm kaputt auf der Seite. Und dann werden wir jetzt die Base von innen zerstören. Beziehungsweise von außen und von innen. Wir werden jetzt von beiden Seiten reingehen. Und dann gucken wir mal, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen Elixier mitnehmen. Das ist natürlich geil, so eine Base, ne? Ah, ich liebe diese Bases, die einfach alles einfach ummauern. Es wird alles einfach ummauert. Das ist gut. Für mich. Für denjenigen nicht so gut. Aber allerdings, ich will mich ja jetzt hier auch nicht über andere Bases beschweren, denn wenn man sich gleich mal meine eigene WTF-Base anguckt, die ist ja auch nicht so ganz so geil gebaut. Vom Design her. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwann noch die Mauern mal gescheit platzieren werde. Allerdings werde ich ja, glaube ich, sowieso immer zu 100% zerstört. Alleine durch meine Verteidigungsanlagen auf Level 1 wird das ein bisschen schwieriger werden. Deswegen müssen wir auf jeden Fall auch unsere Truppen hochziehen, damit das funktioniert. Und jetzt sind noch 44.000 Gold und Elixier. Das kriegen wir auch noch alles. Das ist gut. Das ist richtig gut. Wir kriegen auch alles. Sogar leichter Overkill. Hätte ich nicht gedacht. Leichter Overkill. Aber wir sind schon wieder bei 721.000 Elixier. Die brauche ich auch noch. Nur die Frage ist, was machen wir damit? Können wir schon was im Labor machen? Das ist die Frage. Wir müssen eigentlich, ihr seht das, sind die allermeisten Truppen schon auf Level 3. Den Partymagier klammere ich mal aus. Der ist ja nur eine temporäre Truppe. Allerdings, der Rest muss eigentlich noch hoch. Warte mal, 1, 2, nehmen wir mal 8 von beiden mit. 4 Stück. Der Mauerbrecher muss noch hoch. Dann müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Haben wir denn noch was? Boah, sind die teuer. Alter Schwede. Die sind aber auch teuer. Der Ballon kostet 1,35 Millionen. Okay. Kriegen wir hier vielleicht noch was hin? Gold nur. No. Elixier kann ich noch nicht mitnehmen. Ach, schade. Dann werde ich wohl doch den Barbar machen, damit das Labor nicht stillsteht. 2 Tage. 500.000. Ja. Nehmen wir mit, damit das nicht, damit das halt weiterläuft. Und dann sehen wir uns später wieder, wahrscheinlich wieder aus diesem Account. Ich habe echt Bock, heute nochmal hier was zu machen. Werden wir mal sehen. Vielleicht haben wir dann auch schon einen Clankriegsgegner gefunden. Ich bin zwar nicht dabei, aber das werden wir sehen. Viele haben auch gefragt, ob ich das Nachtdorf noch aufbaue. Ich vermute einfach irgendwann mal ja. Alleine schon wegen der Aufgaben für den Saisonpass und natürlich auch für die Juwelen aus der Juwelenmine. Würde das schon Sinn machen, wenn man das irgendwann noch tut. Wir werden es sehen. Dankeschön fürs Zuschauen und dann bis später. Macht es gut. Tschüss.